jetzt scheue ich, und zwar stund fern und bin nicht fit. Dabei wollte ich ein wenig relaxen, einfach so. Doch habe ich Lust auf Bier und Chips, die Maraden ins Hit. Und ein neues Luftbeduftungsspray noch für mein Klo. Es wundert mich, dass sie heut fast niemand mehr wundert über die Welt und was wir da alle so tun. Was wir alles haben sollen von dem ganz wichtigen Klumpert. Was ist passiert, wo haben wir denn den Faden verloren? Oder die Nobelschnur, die uns versorgt mit Wissen. Das, was wir brauchen könnten, nicht das aus der Schule. Das, was ich da alles gelernt hab, würde ich nicht vermissen. Und außerdem, was ich noch weiß, geht gegen Null. Behandeln tun wir unseren Körper, als war er nur. Das Fahrzeug, das den Kopf ein Leben lang ganz portiert. Wenn er schon aufschreit, weil man vollgestopft haben mit Dreck nur. Dann schluckt man nur was, was den Dreck neutralisiert. Es wundert mich, dass sie heute alle nicht mehr wundern über das, wie wir denken und das, was wir glauben. Dass wir viel Stress haben und in Angst leben und nicht gesund sind. Und Facebook und Konsorten uns die Stunden haben. Wir nehmen wichtig, was wir denken, was wir spüren nicht. Und atmen tun wir gerade zu viel, dass wir nicht sterben. Das war halt das ganze Leben schon so, dann ist das auch nicht blöd. Und deshalb wird man das auch weiter verehren. Und wenn's der Nachbar noch nicht hat, dann brauchen wir's auch nicht. Und wer mehr hat, der sieht, der hat das sicher gestohlen. Weil einfach ehrlich sein und Wohlstand ja nicht zusammengeht. Tat man lieber arm als wohlhabend sein wollen. Es wundert mich, dass sie heute alle nicht mehr wundern über das, wie wir denken und das, was wir glauben. Dass wir viel Stress haben und in Angst leben und nicht gesund sind. Und Facebook, Fernsehen und das Smartphone Stunden haben. Dass unser Bildungssystem schief steht, haben sie in PISA entdeckt. Dass denen das aufgefallen ist, wundert mich nicht recht. Doch unser Einbildungssystem ist besser, das haben wir gecheckt. Da sind wir sicher vorn dabei, das ist nicht schlecht. Es war ein Wunder, wenn wir alle nur Weltzeit ist. Von heute auf morgen unser Leben nehmen in die Hand. Es tat mich überraschen und recht fein, das ist gewiss. Und sicher kam die Welt ganz schön durcheinander. Doch durcheinander ist viel mehr nur als Chaos. Aus dem kann so viel Schönes und Neues dann entstehen. Mir war das durcheinander viel lieber, aber da war was los. Ist besser als geordnet unterzugehen. Es wundert mich, dass sich heute alle nicht mehr wundern über das, wie wir denken und das, was wir glauben. Dass wir viel Stress haben und in Angst leben und nicht gesund sind. Facebook, Smartphone, Fernsehen, uns die Stunden rauben.